Hallöchen Leute, was geht ab? Ich bin langsam auf dem Weg der Besserung, hoffen wir einfach mal, dass es so bleibt und möchte heute über Lookback von Tatsuki Fujimoto reden. Das hat mir freundlicherweise Egmont als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt, aber das soll meine Meinung wie immer nicht beeinflussen. Ihr wisst vielleicht aus einem ehemaligen Video von mir, ich bin sehr, sehr großer Tatsuki Fujimoto Fan und dementsprechend bei Lookback handelt es sich um den sogenannten One-Shot. Das ist eine Geschichte, die in einem Band abgeschlossen ist. Es ist kein Band, wo ihr jetzt mehrere braucht oder dergleichen. Davon hat der Mann einige gute gemacht, die teilweise auch noch nächstes Jahr rauskommen, wie beispielsweise Goodbye Irai. Tatsuki Fujimoto, falls ihr ihn nicht kennt, ist der Autor von Chainsaw Man. Das ist ja gerade in aller Munde als Anime-Adaption jetzt umgesetzt worden vor ein paar Wochen. Und allein deswegen ist es doch schon wert, sich mal reinzuziehen, was der Mann sonst noch so gemacht hat. Wir werden diese Review natürlich spoilerfrei, wie immer, wieder aufteilen in Veröffentlichung. Wann, zu welchem Preis, bei welchem Verlag, habe ich jetzt schon verraten, aber egal. Ist es bei uns rausgekommen? Wie könnt ihr es kaufen? Dann der Zeichenstil, wie gefällt er mir? Ich zeige euch ein paar Panels, logischerweise, das bleibt alles spoilerfrei, keine Sorge. Und am Ende die Story, was ist mein gesamtes Fazit, wie mag ich die Charaktere, worum geht's überhaupt? Ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit und legen los. Ja Leute, die Veröffentlichung von Lookback. Lookback ist auf Deutsch beim Egmont Verlag im Oktober 2022, also diesen Jahres, das ist glaube ich jetzt ungefähr ja, 2 Monate her, ist es erschienen, ist von Tatsuki Fujimoto und wir gucken uns erstmal an, wie ist das Ganze denn, wie kommt das daher? Ich habe zum Größenvergleich mal ein Chainsaw Man Band, ebenfalls von Egmont daneben, damit ihr seht, okay, ist schon mal eine größere Geschichte. Finde ich bei One-Shots auch persönlich immer sehr nice, wenn es größer ist, weil es ist ja eine Sache, die in einem Ding abgehandelt ist und dementsprechend finde ich es auch cool, wenn ich dafür diese eine Geschichte das größere Paneling und so habe. Davon abgesehen, die Covergestaltung mag ich extrem. Ihr seht ja hier wieder diese Schrift, die ist so ein bisschen, ja, wie wenn meine Tochter jetzt irgendwas schreibt und das auch süß machen will. so kindermäßig, krakelig, passt aber super. Dieser Grünton gibt mir einfach einen guten Vibe. Hier der Autor, ihr wisst ja, wie es immer ist, hier das Manga-Label nicht irgendwie zu auffällig oder dergleichen. Und Seite, ganz normaler Spine, ist jetzt nichts Besonderes. Hinten drauf haben wir dann die Beschreibung, da kommen wir dann bei der Story nochmal zu, da werde ich die nochmal ausführlich vorlesen. Und das Genre ist Slice of Life. Das Ganze ist für 10 Euro erschienen. Da muss ich sagen, 10 Euro ist ein legit, wirklich sehr, sehr guter Preis, meiner Meinung nach, für diesen One-Shot. Ich meine, man könnte jetzt sagen, hey, guck mal, das Ding ist ein bisschen dünner als ein normaler Chainsaw Man Manga-Band. Die kosten tendenziell ein bisschen weniger, 7 Euro. Aber wir haben hier erstens das höhere Format, zweitens ist es ein One-Shot und drittens dürfen wir auch nicht vergessen, dass Tatsuki Fujimoto zwar gerade im Moment wahrscheinlich einer der gehyptesten Mangaka überhaupt ist, aber trotzdem ist es von Egmont ein sehr, sehr starker Move, jetzt auch nächstes Jahr Goodbye Eri rauszubringen, also den anderen One-Shot von ihm und Lookback rausgebracht zu haben. Und man geht trotzdem ein gewisses Risiko ein. Nur weil ein Mangaka gehypt ist, heißt das nicht, dass sich die anderen Sachen auch verkaufen werden. Mich würden hier wirklich mal die Verkaufszahlen im Vergleich von Lookback zu Chainsaw Man interessieren. Aber alles in allem, finde ich 10 Euro für eine abgeschlossene Geschichte halt mega nice. Wenn das jetzt 10 Euro für lauter Manga-Bände wären, fände ich es nicht nice. Aber so gesehen kann man hier gar nicht meckern. Schlagen wir das Ganze jetzt mal auf, dann wissen wir, okay, ja, wir haben hier keine, das hatte ja das Problem, hatten wir ja bei der Fist of the North Star Edition beispielsweise oder bei Junji Itos Uzumaki war das auch. Hier ist es so, dass die Seiten schon ein bisschen dicker sind. Fokussiert das richtig? Ja, sehr gut. Die Seiten sind schon ein bisschen dicker. Das heißt, ihr seht nicht immer zwangsweise durch, was auf der Rückseite ist. Ich habe das Gefühl, also sie fühlen sich auch dicker an, dass, wenn ich jetzt gegen das Licht halte, natürlich sieht man dann durch. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass hier dickere Seiten verwendet wurden, was auch nochmal den Preis rechtfertigt, was ich eigentlich ganz schön finde. Und die Qualität gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich hoffe einfach mal, dass der Goodbye Eri One-Shot ein ähnliches Format haben wird, beziehungsweise genau das gleiche und dann kommt das mega gut im Regal rüber. Ansonsten zur Veröffentlichung zu sagen, bleibt mir eventuell noch, ja, hier hinten habt ihr nochmal das ganze Impressum, wer daran mitgearbeitet hat, wann es das erste Mal erschienen ist. 2021 im Juni, glaube ich, ist es auf Japanisch erschienen und jetzt eben bei uns. Veröffentlichung kann ich hier nur mit 5 von 5 bewerten, da wurde absolut kein Fehler gemacht. Kommen wir zum Zeichenstil. So, für den Zeichenstil habe ich mir hier auch nochmal Chainsaw Man gesnackt. Und zwar, das finde ich nämlich mega spannend, Tatsuki Fujimoto ist wieder mal einer dieser Mangaka, wo du einfach so deutlich siehst, dass er es ist. Allein wenn ich hier unsere Hauptcharakterin Fujimo sehe, das ist, also ich weiß nicht, Leute, ich muss nicht mal den Manga aufschlagen. Erkennt ihr das? Also, er hat so eine Art, in Fire Punch haben wir auch so einen Charakter, er hat so eine Art, Charaktere vor allem Frauen zu zeichnen. Auch hier, der kleine Boy.
das ist einfach einprägsam. Man erkennt eigentlich, hätte ich gar nicht sagen müssen, von wem es ist, man erkennt sofort, wer es ist. Und was mich sehr beeindruckt hat, ist, ich werde in der Story nochmal drauf eingehen, worum genau es in diesem One-Shot geht, aber ich sag mal so viel, es geht ums Manga-Zeichnen. Und wir haben ganz oft diese Panel. Wir sehen einfach nur, wie unsere Hauptcharakterin in ihrem Zimmer sitzt und da ist so viel Detailverliebtheit drin. Ihr seht euch die vielleicht jetzt gerade an und denkt so, okay, sie sitzt mal anders oder hat mal was anderes an oder das Wetter ändert sich vor der Tür. Nein, ihr checkt gar nicht, wie viel Detail in so einem Panel ist. Ich zeige euch das jetzt mal kurz an einem Beispiel, damit ihr versteht, wie genial dieser Mann ist. Sie sitzt hier und sie hat sich gerade ein paar Bücher gekauft, um besser zu verstehen, wie Anatomie in Manga und so funktioniert. So, hier ein paar Bücher. Gehen wir aufs nächste Panel. Die Bücher sind mehr geworden. Gehen wir aufs nächste Panel. Die Bücher sind mehr geworden. Gehen wir aufs nächste Panel. Die Bücher sind noch mehr geworden. Und das ist so, das sind so kleine Spielereien, die Fujimoto andauernd einbaut in seine Mangas. Und die es einfach so krass machen. Man kann den wirklich 2-3 Mal durchlesen und man wird trotzdem noch irgendwelche neuen Details entdecken. Und ich finde das einfach mega, mega gut. Und ich kritisiere ja sehr oft diesen New-Gen-Zeichenstil, sage ich jetzt mal, der so, so angedeutete Linien hat, die nicht klar durchgezogen worden, wie bei Hell's Paradise zum Beispiel. Hell's Paradise Zeichner war ja mal ein Assistent von Fujimoto. Aber in diesem Fall muss ich sagen, Fujimoto hat den für mich einfach gepachtet. Wenn es bei jemandem okay ist, dann bei Fujimoto, so wie ich das sehe. Und ich muss sagen, ich bin einfach ein sehr großer Fan seines Zeichenstils. Ich mag seine Gesichtsausdrücke. Er bringt Emotionen mega, mega gut rüber. Also auf so eine ganz besondere Weise, wie du sie bei anderen Mangaka eigentlich nicht siehst. Und dadurch, dass es in diesem Werk eben auch ums Manga-Zeichnen geht, wird da nochmal sehr viel Wert drauf gelegt. Irgendwie coole... Ja, hier, guck mal. Also das ist halt ein Manga, der dann quasi unsere Protagonistin gezeichnet hat. Und das ist wirklich cool, wieder so... Also es macht einfach Spaß, Fujimoto-Mangas anzuschauen. Also jetzt mal abgesehen vom Lesen, es macht Spaß, sie anzuschauen, weil der Mann überlegt sich schon immer sehr, sehr coole Sachen, um irgendwas Besonderes auch fürs Auge zu zaubern. Insofern, Zeichenstil ist hier für mich auch eine 4,5 von 5. Guck mal, dieses Pen ist zum Beispiel auch großartig. Wenn ihr wisst, was vorher passiert, dann versteht ihr auch, warum sie so komisch steht und so. Es ist einfach, die Emotion ist perfekt rübergebracht, es sieht gut aus. 4,5 von 5 in Zeichenstil, weil ich eigentlich nicht so Fan von diesem Kritzelzeichenstil bin, aber hier funktioniert super und es stört mich kein bisschen. So, jetzt kommen wir zur Story und was soll ich sagen? Ich lese einfach mal die Inhaltsangabe vor. Ich glaube, das werde ich in Zukunft mal öfter einführen, weil das ist einfacher, als euch mit meinen Worten zu erklären, wie es geht. Obwohl die ambitionierte Fujino, die für ihre Comicstrips in der Schülerzeitung von allen gefeiert wird und die zurückgezogene, aber talentierte Kyomoto verschiedener nicht sein könnten, verbindet die beiden eine tiefe Liebe fürs Zeichnen. Es dauert nicht lange, bis aus anfänglicher Konkurrenz eine inspirierende Freundschaft wird. Doch an deren Horizont ziehen bereits unheilvolle Wolken herauf. Ja, wie bei Tatsuki Fujimoto immer. Es ziehen unheilvolle Wolken heraus. Und wie wir schon gesehen haben, Fujino, das ist unsere Protagonistin hier vorne, ist quasi noch in der Grundschule in Japan und zeichnet so Manga-Comic-Strips für ihre Schülerzeitung und das wird von allen gemocht. Dann kommt aber eine andere Schülerin dazu, die das auch macht und die das für Fujino sogar besser macht als sie. Ihr seht hier den direkten Vergleich. Deswegen Fujino voll schockiert ist und eigentlich gar keine Lust mehr hat, weiterzuzeichnen, dann aber motiviert wird, das doch zu tun, aus was für Gründen auch immer. Ich möchte jetzt nicht spoilern, weil das ist storyrelevant und dann auf jeden Fall alles gibt, um besser zu zeichnen, weiterzuzeichnen und voranzugehen. Am Ende haben wir hier eine Geschichte zwischen einer Rivalität, die zu einer Freundschaft wird von zwei Freundinnen und es klingt eigentlich sehr Slice of Life einfachmäßig, aber am Ende haben wir Tatsuki Fujimoto mäßig wieder mal einen Plot-Twist, der einfach ja, ein bisschen herzzerreißend ist. Also es ist schon traurig und wenn man das Ende versteht, vielleicht versteht ihr es nicht, es kann sein, wenn ihr nicht gut aufpasst, weil es gibt da so Sachen, die ein bisschen wie Träume, sage ich jetzt mal, dargestellt sind und wenn ihr das nicht versteht, dass das gerade nicht passiert ist, sondern dass das ein Traum war in einer gewissen Szene, dann könntet ihr beim Ende verwirrt sein, dann googelt einfach mal. Auf jeden Fall, will gar nicht zu weit vorblättern, sonst spoiler ich irgendwie das Ende, ist diese Geschichte wieder mal, also wer Fujimoto kennt, der weiß, er schafft es immer, Charaktere zu nehmen, die eigentlich super unsympathisch sind, auch wie Denji in Chainsaw Man beispielsweise, und die aber vor Herausforderungen im Leben zu stellen, die sie für den Leser sympathisch machen. Und das ist hier auch wieder passiert. Also Fujino, unsere Protagonistin, ist eigentlich ein bisschen unsympathisch, weil sie gönnt nicht so, sie ist ein bisschen verbittert. Aber am Ende des Tages mögen wir sie trotzdem. Und hier kommen Plot-Twists drauf, beziehungsweise ein großer Plot-Twist, den ich wirklich sehr, sehr, ja, herzzerreißend fand. Sehr, sehr schade. Und deswegen muss ich sagen, sehr, sehr großer Fan dieser Story. Es ist halt ein One-Shot, deswegen kann ich nicht zu viel vorwegnehmen, ohne euch am Ende alles zu verraten. Was ich aber sagen kann, ist, Fujimoto macht immer sehr, sehr geniale Stories und One-Shots und Wendungen.
Ich finde, der Goodbye Harry, der kommt nächstes Jahr raus, der One-Shot hat sogar noch eine bisschen bessere Wendung am Ende. Aber für Fans von Fujimoto Storytelling, für Fans von Fujimoto generell, kann ich das nur empfehlen. Das war ein nicer Read, ich habe es gerne gelesen, es hat mich unterhalten, ich habe es, glaube ich, in 25 Minuten weggesnackt, weil es war einfach spannend und ihr könnt gar nichts damit falsch machen. Selbst wenn ihr Fujimoto nicht mögt und Chainsaw Man nicht mögt, gebt der Sache mal eine Chance. Es hat gar nichts zu tun mit irgendwelchen Gore-Teufeln oder Gewalt dergleichen. Es ist einfach ein schöner Slice of Life. Und auch wenn ihr Sachen mögt, wie, keine Ahnung, was sind so Slice of Life-Sachen, vielleicht so Your Name oder sowas, ist jetzt nicht in die gleiche Kerbe, aber vom Vibe her, den man hat, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist eine Sache, die könnte euch auf jeden Fall gefallen und ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Sehr erfrischendes Ding. Story kriegt von mir eine 4 von 5. Einfach aus dem Grund, dass es eine sehr gute, sehr unterhaltene, sehr kurze Story auch ist, aber eben der Kürze auch geschuldet. Goodbye Harry würde ich zum Beispiel, nur damit ihr schon mal einen Vorgeschmack habt, eine 4,5 von 5 geben, weil das hat mich wirklich abgeholt am Ende. Hier hat es mich auch abgeholt, aber ich muss es in Relation zu anderen Sachen setzen, wie Berserk oder keine Ahnung, vielleicht sogar Chainsaw Man an dieser Stelle. Und dann landet es bei einer 4 von 5. Was für ein One-Shot mega krass ist. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich kann mir auch vorstellen, dass einige Leute, die eher mit dem Slice-of-Life-Genre was anfangen können, weil ich bin nun mal eher im Seinen zu Hause, dass diese Leute sagen würden 5 von 5. Und das würde ich komplett verstehen. Wenn ihr sagt 5 von 5, gehe ich mit. Also würde ich gar nicht diskutieren. Das ist wirklich reine Präferenz. Aber es ist einfach ein sehr, sehr schönes Werk. Und ich würde es jedem empfehlen, vor allem für den Preis. Ist eine sehr, sehr gute Sache. Wenn dir dieses Video und dieses Werk gefallen hat, lass mich das doch super gerne in den Kommentaren wissen. Lass auch super gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sind so kurz vor 1000 Abonnenten. Es ist insane. Damit hätte ich wirklich niemals gerechnet. Also vielen, vielen Dank für euren ganzen Support. Wie gesagt, lasst mich gerne wissen, ob ihr Tatsuki Fujimotos Lookback euch reinziehen werdet oder generell andere Werke von ihm. Und ich freue mich schon, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ciao!